Ja, herzlich willkommen zurück zum Mr. Prepper und seiner, ja, wahnwitzigen Welt. Ja, wenn man es eigentlich so nimmt, ich will es ja nichts verschreien, aber so gesehen ist die Welt eigentlich so wie jetzt halt unsere. Entdecke deine Dings. So, lesen. Ja. Haben wir gelesen? Sehr gut. War doch gelesen, oder? Ja. Gut, ich muss mich mal kurz erstmal wieder reinfinden, weil, das sollte man auch, glaube ich, nehmen. Irgendwas war doch da. So, wie sieht's denn aus? Ich muss mich kurz erstmal wieder reinfuchsen. Kann man das ernten? Ja. Ich bin jetzt komplett gerade raus. Nach so langer Zeit mal wieder aufnehmen. Puh, da muss ich auch mal wieder reinfuchsen. So, die haben noch, die haben auch noch Wasser, die haben auch noch Wasser. Sehr gut. Was haben wir hier? Haben wir hier irgendwas drin? Abholen. Abholen. Genau. Gehen wir mal hier in die Kiste rein. Schmeißen den Klumpertstamm mal rein. Was haben wir denn jetzt alles auf Halde? Was ist das? 5 Geld. Okay. Wir bringen erstmal mal den Schmarrn hier weg. Stimmt. Radio haben wir gebaut gehabt. Als letztes, weil der Typ das ja kritisiert hat, dass wir ja kein Radio hatten. Genau. Kinder müssten wir hier unten irgendwo hinstellen. Am besten dahin. Oder nein, habe ich das Radio jetzt gebaut oder nicht? Kühlschrank. Oder ich wollte ihn zerlegen? Herstellen. Schalter, Trockner. Wollte ich nicht ein Radio bauen? Wassertank, ja? Bärenfalle. Ich glaube, ich wollte ein Radio bauen. Jetzt will ich erstmal wieder reinfuchsen. Ich glaube, Moment. Ah! Ich wollte mir ein Radio bauen. Kann das sein? Weil wir keins haben, wenn ich das hier richtig sehe, in unserer geilen Bude. Habe ich hier irgendwo ein Radio in meiner Tasche? Nein, stimmt, ich wollte ein Radio bauen. Deswegen habe ich den Trockner hergenommen, um den Trockner nehmen. Nein, nehmen. Genau, so war das. Herstellen, Trockner, zerlegen. Genau, weil ich ein Radio herstellen will. Nein, ich wollte ein Radio herstellen. Stimmt, so war's. Genau, und das Radio stellen wir wieder da oben hin. Genau. So war das. Genau, 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 genau. Ich brauche unbedingt hier diese Dinger hier. Ja, Elektroteile da halt. Haben wir noch Brennstoff drin? Sehr gut. Gut, dann sollten wir mal was essen gehen. So, erstmal Wasser nehmen. Essen. Wir haben auch noch so viel Essen da. Gebratenes Rindfleisch. Genau.
Gut. Ich muss mich kurz mal erst wieder mal reinfuchsen. Herstellen. Ich will keinen Wassertank herstellen. Einfach so, weil ich es kann. Stellen wir hier unten hin. Kommen wir dann noch durch die Tür durch? Ja, locker. Oder? Ja. Jetzt würde ich gerne... Komm schon, Mr. Prepper. Wir müssen ein bisschen umbauen. Dat. Hier runter. So, da haben wir ein bisschen Wasser drinnen. Das ist ja gar nicht mehr so schlecht. Wir brauchen Elektroschrott. Müll. Gedöns. Wo kriegen wir das denn her? Was ist eigentlich in dem Ölfass drin? Nichts, das ist natürlich sehr prickelnd. Was können wir denn jetzt machen? Ich bin komplett gerade raus. Könnte mal hier in die Mine gehen nochmal. Ruft man aber mit der Prepper auf. Oh, ich habe so lange nicht mehr gespielt. Ah, hier. Genau, so war das. Ist da was drin? Nein. Level 2. Ah, es ist so, wenn man seit 2 Wochen nicht mehr gespielt hat, ist man voll raus. Das ist ja Wahnsinn. Hier ist was drin. Sehr schön. Alles nehmen. Da war noch ein Goldklumpen, aber hey, komm. Da noch was drin. Oh, na, Mr. Prepper ist kalt. Das ist ja uncool. Runter. Oha. Schauen wir mal, was wir hier unten so finden. Oh mein Kaputt hier. Ja, ja. Nehmen wir mal auf. Gehen wir wieder zurück zum Aufzug. Dann schauen wir mal weiter. Pilze brauche ich jetzt gerade nicht. So, wieder mal volle Konzentration in der Schlacht. Ah,
Hau zu. Hier ist eine Kiste. Oh, sehr gut. Die sind so schwer. Egal. Das haben wir nämlich gleich. Sehr gut. Da kann man die Maschine mal anschmeißen. Mit. Aufladen. 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 Sehr gut. Wie haben wir noch? Wir waren noch mal im Inventar. Ach, hier unten. Runter. Runter. Uns haben wir schon wieder alles verbraucht. Ist ja Wahnsinn. Wo war denn jetzt die blöde Kiste? Hier unten. Nein. Alles nehmen. So, lauf mal wieder zurück, mein Freund. Ah, wir müssten was essen. Ich habe nichts zum Essen mit. Ist egal. Ui, das ist nochmal eine Kiste. Oh, wir sind schon wieder zu schwer. Okay, das merken wir uns einfach. Ja, das weiß ich auch. Fahren wir mal in den Eingang. Dann gehen wir wieder nach Hause. Mann, 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 Mann. Der Mr. Prepper. Freunde, der Mr. Prepper. Ja. Benutzen. Was kann man denn essen? Genau, ja, dann legen wir uns mal hin. Ja, ist ja gut. Das doch. Oh, ein Stress macht er. So, dann wird das Wasser abgestellt und dann kommt der Pappenheimer wieder. Halleluja. So. Stabrepper. Die brauchen Wasser. Ja, ist ja klar. Ist hier Holz drin? Ja. So. Jo, jetzt sind wir wieder ein bisschen leichter. Gehen wir mal Blümchen gießen. Alles nehmen. So. Pflanzenmeister.
Ja, da haben wir das auch. Haben wir alle Blümchen gegossen. Halt, kann man mitnehmen? Nein, noch nicht ganz, aber egal. Ja, ich weiß, du brauchst Holz. Öffnen. Genau. Aufladen. Aufladen. Ihr habt noch? Sehr gut. Dann kann man den Rotz wieder ablegen. So. Stein, Metall haben wir jetzt auch genug. Plastik haben wir auch genug. Könnte man eigentlich mal wieder was vertickern. Aufteilen. Genau, da kann man mal wieder was vertickern. Was vertickern. Bobs Haus. Nein, ich will nicht kaufen, ich will verkaufen. Diamant. Spitzhacke. Ein Hauch von Fantasie in deinem Zuhause. Nee, es bringt nur Unglück. Lerne, wie du besser mit Ringlemperaturen zurechtkommst. Gut, haben wir das schon mal. Würde ich eigentlich fast sagen. Wir gehen nochmal in die Mine. Einfach so, weil wir es können in der heutigen Aufnahme. Machst du mal ein kleines Nickerchen. Sonst zickt er mir wieder zu sehr rum. Perfekt. Mal schauen, was wir daraus kochen können. Gurkensuppe. Machen wir uns eine Gurkensuppe. Kurz pausieren. Das kann weg, das kann weg. Oh, leckere Gurkensuppe. Können wir noch was machen? Gurke, Salz, Glas. Okay. Das hier rein, das. Salz kommt da leider nicht rein. Packen wir da das Wasser hin. Da das Salz rein, genau. So, Kohle ist auch da. Perfekt. Gehen wir zurück in die Mine, würde ich sagen. Um noch ein bisschen Farming machen zu können. Level 3. Auf geht's, Mr. Brepper. Ist ein wahrer Held. Ich glaube, hier waren wir, oder? Waren wir hier? Konnten wir alles mitnehmen? Ich glaube, ja. Alles nehmen. Sehr gut. Haben wir genommen. Was ist denn eigentlich die dumme Karte? Sehen tue ich natürlich wieder nichts.
schon dunkel hier. Mhm. Da ist was. Oh. Hallo, Freunde. Hau zu, mein. Hau zu! Ich wusste doch. Hey, da ist doch die Jacke von dem einen Typen. Das muss Bobs Jacke sein. Dann kann ich die nächste Tuga irgendwo finden. Ich muss woanders suchen. Ja. Gut, wir haben jetzt Bobs Jacke gefunden. Ist schon mal wenigstens etwas. Super. Aber das auch schon mal geschafft. Läuft. Vielleicht hat er dann die nächste Zugangskarte für uns. Ist doch schön. So. Oh. Kommen wir nicht weiter. Na, dann fahren wir halt zurück. Ich glaube, Level 2 war ja. Damit ich alles täuscht. Gold. War der nicht Level 2? Oder war der Level 1? War der Code? Ah, hier war er. Hier war er. Bobbele. Hey, Prepper, du hast meine Jacke. Großartig. Oh Mann, jetzt muss ich sie waschen, weil sie an einem sehr gefährlichen Ort. Es gab dort tatsächlich bestimmte Organismen, wenn das deine Frage ist. Okay, verstehe. Nun ja, du verdienst eine Belohnung. Hier in einer der Taschen befindet sich ein Revolver. Du kannst ihn haben. Er könnte nützlich werden auf deiner Besichtigungsfahrt. Yeah, er ist allerdings kaputt, aber ich kenne jemanden, der ihn reparieren könnte. Gehe nachts auf den Schrottplatz in der Wüste und du wirst ihn treffen. Er ist auch einer von den Bewussten, aber bitte beachte, dass er einige andere Probleme hat. Ja, Mann, er hat meinen Revolver Schrottplatz freigeschalten. Hey, da gibt's bestimmt Elektroteile. Oh, wie wir alle, danke für die Waffe und den Rat. Wie wir alle, pass auf dich auf. Ja, gerne doch. Hallo Papa, kann ich mir einen anderen Gefallen tun, bitte? Natürlich, mein Freund, kann er das? Ich habe die letzte Zeit Probleme, mich in der Mine zurechtzufinden. Zuerst dachte ich, es wäre normal, du weißt schon. Verschwommene Sicht wegen Schlafstörungen und Konzentrationsprobleme. Aber nein, es scheint, als ob meine Sicht schlechter wird. Und seit der Änderung der Regierung gibt es kein Optiker mehr in der Stadt. Du besuchst so viele Orte, könntest du eine Brille für mich finden? Okay, ich schau mal, was ich machen kann. Geil. Kann ich da noch irgendwo was mitnehmen hier? Nein? Gut. Ja, haben wir das auch schon mal geklärt. Gut. Ha, Schrottplatz. Mal schauen wir mal. Wir gehen jetzt einfach mal schnell zum Schrottplatz und checken mal die Lage ab. Und was es da so Schönes gibt. Vielleicht gibt es ja da was Schönes für uns. Wo ist der? Oh ja.
Big Joe. Hey, wer ist da? Hallo, ich bin Mr. Papa. Ich bin ein Freund. Bob hat mich hierher geschickt. Ah, Bob, der alte Schlingel. Was treibt er denn heutzutage so? Er passt auf meine Miene auf. Er ist ein Minenzüter, wenn es sowas gibt. Sagen wir einfach, dass es das gibt. Und es ist gut so, dass er eine Mine bleibt. Dann ist er immerhin sicher vor Jump Trails, den Summen und der Bewusstseinskontrolle. Okay. Also, Bob hat mir gesagt, dass du unter anderem Waffen reparierst. Ich hätte da einen kaputten Revolver, könntest du ihn dir mal anschauen. Ja, natürlich, aber könnte ich um einen Gefallen im Gegenzug bitten? Leg los, ich schau, was ich machen kann. Also, wie kann ich es am besten hören? Ja, wegen all den Wellen um einen herum. Ich dachte, ich könnte einen Schutz in meine Hütte einbauen. Und vielleicht etwas persönlichen Schutz. Also du willst das? Nun, wegen den ganzen Wellen. Ich möchte, dass du mir etwas Alufolie besorgst. Mindestens genug, um meine Hütte damit auszukleiden. Ah, richtig, Alufolie. Du universelle Schutz gegen Bewusstseinsmangel. Das hätte ich wissen müssen. Richtig, du hast es verstanden. Ja, bevor ich nach Alufolie suche, hätte ich da noch eine Sache. Ich habe gesehen, dass du viele Autos hier hast. Hast du ein Auto, das kein kompletter Schrotthaufen ist, welches reparieren könnte? Ja, ich hätte eins. Warum? Schau dich gerne um. Wenn du eins zum Laufen bekommst, kannst du es behalten. Und apropos, ich wäre auch immer bereit zu handeln. Ich habe Treibstoff, Altmetall und Munition im Angebot. Du weißt schon, Sachen, die man so auf einem Schrottplatz finden kann. Super, danke. Wir sehen uns später. Was zur Hölle ist diese Summe? Ja, noch einer zum Handeln. Dann schauen wir uns doch mal um. Metall habe ich gerade nicht dabei. Gibt Joe eine Folie. Joe möchte sich von der Bewusstseinskontrolle schützen, dafür braucht er eine Alufolie. Okay, wo kriege ich die her? Ich brauche jetzt mal 20 Metall. Radio, kann ich das nicht nehmen? Ja, ja, ist ja gut, Bello. Ne, da geht's auch nicht lang. Gut. Dann gehen wir nach Hause. Schön, oder? Jetzt checken wir mal kurz, was der Herr Schrottplatzhändler so für uns hat. Messer. Oh, eine Axt. Sehr gut. Verkauft. Handeln. Schrott. Schrott benutzt ihn, um Sachen zu bauen oder verkaufen. Aha. Hallo, was suchst du nach mir? Handel Metall, Treibstoff, Messer. Ne, ich will erstmal hier eine Axt. Ah, sehr gut. Hier sehr, sehr, sehr gut. Hat es zwischenzeitlich mal geregnet oder so? Nein. Habt ihr noch alle? Ja, es müsste aber mal langsam mal wieder regnen. Was habe ich denn jetzt eigentlich so im Gepäck? Ja, ich hätte sogar 20 Metall gehabt. Scheiße. Ach, habe ich schon genommen? Nein. Wieder hinstellen, bitte. Ich habe zweimal Gold. Ja, komm, ich mache das mal wieder rein hier. Nehmen wir das Holz. Holz hier wieder rein. 20 Metall haben wir hier und 20 haben wir da. Plastikstoff, Glas, Stein. Wasser ist auch fast wieder da.
Wir warten noch kurz aufs Wasser. Würde ich mal sagen. Krieg ich denn Alufolie her? Wahnsinn. Wir warten nochmal beschleunigen. Hallo, wir warten nochmal beschleunigen. Ach, hier. Jetzt hat. Tun wir das mal hier rein. So. Würde ich sagen, dann gehen wir mal ins Bett und erleben den nächsten Tag. Gute Nacht, Mr. Prepper. Jetzt haben wir auch kein Wasser mehr. Ah, fuck. Fuckity, 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 fuck.